So, herzlich willkommen zurück hier mit dem Spiel Maus gegen FM Toxic. Alle Spieler sind ruff. Maus ist ready. Ich deaktiviere wieder den Chat. Und ja, wir warten auf FM Toxic, bis sie das Go geben. Die Map ist natürlich nochmal die Mirage, da sie hier festgelegt ist am ersten und zweiten Spieltag. Wir werden auf jeden Fall noch einige Überraschungen erleben, was die Maps anbelangt. Denn soweit ich gelesen habe, ist Aztec und Dust 1 im Map-Pool. Das wird lustig. Das wird schön. Wir wollen einen Maus-Sieg sehen. Ja, Flaggen wären echt schön. Könnt ihr mal die ESEA zu spammen irgendwie? Finde ich doch gerade bei internationalen Spielen enorm wichtig. Vor allem auch die Teamnamen oben. Erleichtert halt auch einfach enorm den Blick. Wenn man frisch drauf connectet, da sieht man halt sofort, was abgeht, welches Team woher kommt und so weiter. Und wenn es das Feature gibt, sollte man es auch verwenden. Klar ist Maus noch komplett deutsch. Also sie kommunizieren auf Deutsch und mein Gott, der eine Däne, der ist sowieso halb deutsch. Immer noch ein deutsches Team zu 80%. Na, eigentlich zu 90%, wenn man Kerrigan wirklich als halben Deutsch den, also als halben Deutschen ansieht. So, Toxic auch jetzt ready. So, da soll jetzt gleich losgehen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob hier geneift wird. Vorhin glaube ich auch nicht gesehen. Charlie pickt CT. Scheinbar keine Knife. So, für alle, die meinen Stream gerade geguckt haben, Maus hat eben noch im AMD Radeon Offensive in dem Cup da von 99 Damage gegen Lemondox auf den Sack bekommen. Da wurde allerdings ohne Stream Delay gestreamt. Und ja, Knochen war da anscheinend direkt auf dem Server drauf und wird gemunkelt, dass Lemondox da ein bisschen den Stream abused hätten. Mehr weiß ich dazu auch nicht. So, ich stream natürlich auch ohne Delay, allerdings auf dem GoTV, deswegen gibt es hier nichts zu meckern. So, Maus jetzt doch T. Bin ich mal gespannt, was sie hier sich in der Pistole schon überlegt haben. Maus ja ein neues Lineup, Zonix ist neu und Kerrigan. Gestern Maus beigetreten oder zumindest offiziell bekannt gegeben. Tja, Kerrigan sagt doch an, demzufolge bin ich noch mehr gespannt. Finde ich eigentlich ganz gut, dass Maus hier T anfängt. Somit werden wir volle 15 Runden sehen und dann kann ich vielleicht Kerrigan ein bisschen besser einschätzen als Ansager. In der Pistole geht es zumindest schon mal direkt zum A. Keiner hat. Doch, Trouble. Ah, oh, sie haben. Vier Mann haben eine Smoke. So, Apox flecht gleich. So, da gibt es die Smoke auf dem Spot. First Fix, aber für FM Toxic. Aprox. Oh, der Reef kommt viel zu spät, beziehungsweise kommt gar nicht. Und Maus. Och, das war komplett schlecht. Wie lange sie da gebraucht haben an der Action. Auch, dass der Reef kommt. Schade. Ich glaube, der fehlt hier die Flash. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wo die landet. Aber man kann hier so eine drüber Flash. Die prallt dann, glaube ich, hier ab und explodiert hier. Dann müsste der Spieler blind sein. Ich glaube, die ist enorm wichtig, vor allen Dingen in so einer Runde, wenn man keine Infos hat. Schade, Pistol somit nicht an Maus gegangen. An sich, ich weiß nicht, also jetzt mit dem Wechsel, ich meine, Maus erst total frisches Team, Toxic dann schon wirklich eine Weile am Zusammenspielen. Haben aber vorhin auch gegen Lemondox verloren, 16-13. Ah, nette Eco bisher. Vielleicht den auf Spot noch killen. Boah, sehr starke
Headshot. Oh! Schön von Johannes, aka Nex. Zusammen mit Zornix da noch am Leben. Der Haus sich nicht raustraut. Connector wäre aber keiner. Oh, jetzt haben sie sehr lang gebraucht. Sie werden da nicht mehr legen können. Oh, eine schöne Idee mit dem Boost. Oh, schade, CT macht's gut. Pusht sie da. Oh, sie wissen, dass beide da sind. Da liegt, glaube ich, noch eine Decoy die ganze Zeit. Oh, jetzt wissen sie, Spritzen, dass beide da sind. Der CT-Spieler hat da eben noch Connector gecheckt. Die Bombe immer noch nicht gelegt. Oh, schade, wenn er da vor die Kiste kommt, kann er vielleicht noch legen. Sonic ist einfach blind geschossen. 2-0 Toxic. Aber eine sehr, sehr, sehr starke Runde von Maus. Schöne Echo. Was ich eben noch sagen wollte, Toxic hat letztens auch ihren ersten LAN-Erfolg feiern können. Haben da die I-46 oder so gewonnen. Diese britische LAN. Diese Insomnia heißt es, glaube ich. Die haben es auf jeden Fall gewonnen. War jetzt, ich glaube, vorletztes Wochenende. Richtig krasse Teams waren da zwar nicht am Start, aber trotzdem, LAN-Sieg ist LAN-Sieg. Waren, glaube ich, ausschließlich britische Teams da. Ja, also an sich sind sie jetzt hier vielleicht sogar der Favorit. Allein deswegen, weil sie halt länger zusammenspielen. Die Flash von Kerrigan. Ist dann leider selbst, bin zu früh rumgezogen oder die Flash war da nicht perfekt. Also sieht man natürlich direkt die kleinen Absprachefehler. Schön den Action-Spieler geholt. Mox schiebt nach hinten raus. Also wieder zu seinen Mates. Oh, das kam ein Smoke bei Trouble. Dansky springt einfach hoch. Lol. Und Neil holt ihn sogar noch. Also in dem mit dem Teamfrag. So, Ave bei Babar. Bei Maus sehen wir keine. Vorhin ja bei Aprox, glaube ich, gesehen, gegen Faculty. Finde ich auch gut, dass er wieder die AWP übernimmt, ehrlich gesagt. So, 2-2-1. Das ist der Standardaufbau von ESC. Papa hatte da ein leichtes Spiel Aprox zu killen. Der dann neben die Smoke geschlichen ist. Da wurde wenig Druck gemacht auf den Döner. Oh, Kerrigan. Spieler muss er doch mal töten. Alter, da sieht er nicht gut aus. Oh, und direkt die Unterzahl für Maus. Tut mir noch im Haus, der zielt gerade nicht mal einer. Schöne Fläche in die Mitte. Oh, beide Spieler blind da. Zornix und Nex blind gewesen. Nur noch Trubel am Haus oben. Oh, was ein bitteres Timing. Das wollte gerade auf den Spieler am Connector schießen. Hat sich nochmal kurz dagegen entschieden. Und dann kommt der Haus hoch an der Treppe. Oh, 4-0. Baba ist General Barbagun. Nee. Ja, wobei doch. Aber nur von der Bärbel. Mit Eco, zwei Flashes. Kerrigan wird da gleich von hinten flashen. Da kommt sie. Oh, schöner Molly. Aber Maus ist durch. Zu dritt sogar. Oh, kriegen wir aber keinen. Und Trubel stirbt auf. 5-0 Toxic. So, jetzt muss man langsam mal was hier zeigen. Ich glaube, Mitte ist fast der. Der schlechtere Weg. Wenn man ein komplett frisches Team ist, weil Mitte brauchst du so viel Absprache, so viel Erfahrung, glaube ich, dass du immer weißt, wer wo zielt, wer wo Anti-Flash steht und so weiter. Maus zieht's aber weiter durch. Und Aprox das erste Mal auch mit Ave. Barbar allerdings am Kerrigan. Kerrigan seinerseits im Keller.
Also sieht nach einem ganz klassischen R-Split aus, aber. Wo stand denn Senior denn? Ach, oben, hat er von oben gekillt. Stand, glaube ich, auf der Kiste. So, Trubel stirbt auch allein im Haus, ohne dass die Mitte irgendwie was mitmacht. Jetzt Connector abgesmoked. So, schön. Erstes Mal überhaupt hier ein Frag für Maus. In der Equipped Round. Holt sich die Bombe. Sehr schöne Entscheidung von Sonics, da durchzugehen. Und das ist sogar offen. Eigentlich könnte man B gehen. B ist eigentlich komplett frei, wenn Aprox über kurz geht. Die anderen Spieler über Küche. Da deckt halt niemand, nicht mal einer City Base. Ach, Sonics hätte da viel. Hätte da schon längst mal hier reingehen können. Boah, Aprox jetzt. Entscheidendes Duell hinten am Haus. Boah, krasse Posi von. Boah, ich bitte. Aber Nex macht ihn. Sehr stark. B frei, aber. Oh, Baba ist schon da. Ist er schon raus? Ja, er ist schon raus. Oh, Schnapper. Nach Haus oben. 4 Sekunden noch. Ja, das hat er jetzt auch, glaube ich, gecheckt. Oh, den Schuss versammelt er auch, aber der war auch. Ja, total egal. Mann, 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 da hat man schon Jungle. Und daraus macht man einfach nichts. Aus dem enormen Vorteil. Toxic hatte das überhaupt nicht im Blick. CDBS war nicht gedeckt. Sonics hätte da locker durchgehen können. Ah, da merkt man vielleicht auch noch die mangelnde Erfahrung in dem Spiel. So, mit dem 6-0 jetzt dürfte Maus eigentlich jede Runde kaufen können. Versuchen wir es mit einem B-Split. Einer nur am B und einer kurz, der Neil. Neil macht einen wichtiger Refrag und oben am Haus, rechts, Aprox, tritt ich um. Oh. Und er macht zwei. Und Sonic sieht da nix. Läuft ihm rein, hört ihn. Oh, schönes Pre-Aim eigentlich, war da eigentlich fast drauf und Kevin stirbt. Oh, davon stand er, hier im Eck. Auch das natürlich, das muss man checken. Wobei, da lag eine gute Smoke. Aber das sind halt so Kleinigkeiten, so Kleinigkeiten, die man halt einfach als junges Team, gegen sowas hat man es einfach extrem schwer. Wenn der Gegner nicht nur Standard spielt, sondern so kleine Special. Tja, gegen Faculty sah man vorhin noch sehr gut aus, jetzt hier bisher eher nicht so überzeugend. Ich hoffe, sie lassen, stecken da nicht den Kopf in den Sand und arbeiten einfach an sich und sie wissen selbst, sie sind ein neues Team, das ist alles. Es ist alles scheißegal. Es ist halt nur schade, dass man hier vielleicht mit einer Auftaktniederlage ins Turnier startet, in die Liga. Die ja wirklich top besetzt ist. Und wenn Maus da in die Top 4 kommen will, dann müssen sie wirklich ranglotzen. So, jetzt schon wieder. Aprox ist da super durchgekommen. Da müssen sie eigentlich jetzt mal nächste Runde vielleicht wieder den Connector hier anspielen. Da der ja schon. Eher sträflich vernachlässigt wird. Nicht so wie bei Nip, die das wirklich extrem gut gehandelt haben. Boah, schöner Schuss von Kerrigan. Ach, noch am L. 8-0. Noch ist nichts vorbei. Noch. So, jetzt steht natürlich Kerrigan unter Druck. Wie kreativ ist er hier schon? Nochmal Argo. Da kommt es natürlich jetzt auf Granaten an. So, Aprox. Smoke da gleich wieder. Boah, ein City wieder offensiv. So, jetzt gibt es vielleicht diesmal von die Flash. Boah, diesmal stand er an einem anderen Eck. So, jetzt wenigstens mal die Reflex, aber. Immer noch die Unterzahl für Maus. Boah, krasser Molly zum Spot. Bombplan somit vereitelt. Boah, Aprox, wenn er da langsamer schießt, hat er, glaube ich, mit 8 HP kommt der Baba raus. Vielleicht auch ein bisschen Pech dabei. So, wenigstens jetzt mal die Bombe legen. Das wäre schon mal ein kleiner Achtungserfolg hier. Und Baba kommt von hinten. Trouble zieht er nicht hin.
Der kommt sogar bei Haus. Aber das könnte. Chablik muss es hier machen. Er kann es sogar machen. Wenn Barbar verschießt. Boah, schöne Flash für Barbar. Boah, extrem gutes Teamplay von Toxic. Richtig gut die Flash zum Kerrigan, zum Forest, nenne ich die Kisten hier immer. Damit Barbar das Haus rausziehen kann. Sehr schönes Teamplay von Toxic. Maus da keine Chance, den Retake aufzuhalten. Immerhin mal die Bombe gelegt, somit ein bisschen mehr Schotter da auf dem Konto. Ah, coole Frage. Mich würde zum interessieren, wie viel Go bisher Sonix gespielt hat. Mit Installation eine Stunde. Na, könnte fast hinkommen. 0,9 Stats hier bei Sonix. Solide auf jeden Fall. So, Schnapper mal wieder mit Aave. Ich kann ja diesmal einen First Track setzen. Maus wieder über B-Haus. Dann deckt er einfach oben defensiv ab. Kerrigan ist das. Sie wollen auf jeden Fall B. Haben sie das jetzt Haus versammelt? Und dort ist Set. So, Next zieht sich auch hin. Die Sache ist, nichts ist am A passiert. Trotzdem Toxic zu zweit am B nur. Haben aber nichts ausgeschlossen. So, erste Flash. Set ist noch blind. Schön. So, jetzt muss man aufpassen. Oh, Kerrigan. Musst du checken. So, jetzt endlich mal eine 3 gegen 3 Situation. Toxic aber schon in der Küche. Bombe wurde dann nicht gelegt. Wo ist Sonix denn? So, jetzt legt er zu kurz. Next hat dort eigentlich. Oh, und einer kommt über Haus. Trubbly muss da gleich aufpassen. Da passiert lange nichts. Trubbly muss da eigentlich es langsam checken. Oh, schade, er gibt gute Hits an Weber. Reicht leider nicht. Und nur noch Next. Next gegen 2. Next macht den ersten. Zweite hinten am Spot. Jetzt einfach nicht zeigen. Nicht zeigen. Nicht zeigen. Nicht so Steps. Du weißt. Ja, wobei. Klein muss gucken, aber offensiv kommt. Jetzt hört er ihn. Oh, Next, ey. Mann. Wie knapp. Erste Runde an Maus. Mit 4 Mann. Mit einer Person aber nur überlebt. Jetzt ist es wichtig, mehr Runden am Stück zu holen. Sonst ist mir direkt broke. Und dann sieht's richtig schlecht aus. Also ich hoffe, sie wachen jetzt ein bisschen auf. Sonix konnte sogar 2 Frags in der Runde machen. So, wieder der... Ach, sehr gut. Jetzt nur 2 einmal. So, wenn wir gehen da wieder vor. Jetzt die Flash. Jetzt vielleicht noch eine. Er ist richtig blind und Vindansky auch. So, Haus. Sehr schön stirbt. Vindansky ist gut abgesmockt. Maus kann gut auf Spot. Trouble Flash darüber. Nex kann legen. Vindansky hat da vorgepusht. Ist am Feuerkisten. Aber Posi müsste bekannt sein. Schöner Headshot von Nex. Posi war auf jeden Fall bekannt. Das war mal ein guter Granatnahme. Nice. Nach Baba. Tritt er seinen Heimweg an. Ah, verschossen. 1 HP noch. 1 HP. 1 HP. 1 HP. Boah, er kriegt nicht mal einen Streichschuss. Boah. Troubley. Abbox noch. Hat ihn noch bekommen. Sehr schön. 2 Runden in Folge. Ganz, ganz wichtig fürs Geld. Toxic hat aber noch genügend davon. Aber es könnte bei denen schon nächste Runde knapp werden. Ja, wobei. Ne, ich glaube, nächste Runde müssten sie noch kaufen können. Zumindest 3 Mann. Die anderen beiden vielleicht P250 oder so. Das werden sie, denke ich, auch machen. Aber erstmal müssen sie dazu die Runde verlieren. Und das heißt, primär erstmal Aprox First weg. Aber ist der First weg gegen Baba? Set macht auch gut Schaden oben. Oh, Nex rennt die davon links. Sehr schön. So, die Unterzahl ist geschaffen. Ach, Nex. Im Spot, der hat immer noch nicht gelegt. Sie haben noch eine Minute auf der Zeit. Nex hat sogar noch Equipment.
Hätte er vielleicht vorher werfen sollen, bevor er legt. Gute Smoke da. Charlie hat einen gespottet. Oh, er hat natürlich jetzt keine Zeit mehr zum Werfen. Oh, ich glaube, er hätte vorher einfach mal ein bisschen was werfen sollen. Irgendwie Kücheflächen. Einfach ein bisschen Zeit noch rausholen. Vor allem die HE hätte vielleicht ein bisschen Schaden machen können. 10 zu 2. Maus kriegt nur 1,5 jetzt. 1,4. Was? So 2? Achso, ja. Ja, klar. Plus 800 halt. So, nochmal Richtung A. Diesmal wieder 4 Mann von Toxic dort. Dass der vielleicht kommt. Oh, Vindansky, der steht da super schlecht eigentlich. Wenn Maus dieses Zeitfenster nutzen würde, wenn er da blind ist, was er wirklich oft war bisher, sieht das Ganze gar nicht so schlecht aus. Boah, schöne Gegenfläche von Vindansky. Und Weber stirbt auf Spot. Und L ist anscheinend nicht bekannt jetzt, aber Kevin muss es ansagen. Wichtiger Recheck von Nex. Haben die jetzt die Überzahl? Smokes fliegen, Base gesmoked. Connector auch, soweit. Ne, Base nicht gesmoked, nur Connector. So, wer steht da? Freefrag. Wo ist die Bombe? Vielleicht für Aprox von Sonics hinten. Schönes Teamplay. Gut gemacht. Neil in der Base. Boah, schon wieder einer über Haus. Sollte einfach mal vorne legen. So, Base ist safe. Base ist safe, aber Haus. Haus, Sonics. Oben Gesicht. Oh, schön. Gutes Aiming von Sonics. Immer noch Set Base. Sonics muckt ihn schon aus. Macht da hinten dicht. Ah, die Ansage bekommt, dass er auf Spot ist. Und Trouble kriegt ihn. Dritte Runde für Maus. Ah, also sieht doch dann teilweise gar nicht so schlecht aus. Es scheidet halt meistens eher am Aufbau, dass sie frühe First Facts kassieren, die nicht unbedingt hätten sein müssen. Wenn sie das abstellen, ist es eigentlich ganz okay, wenn man das mal außer Acht lässt. So, Webber übernimmt jetzt die Action und Maus spielt das erste Mal ein Fake. Also man steigt hier eine Liga auf. Was das Taktikspiel angeht. Ich kenne das nur zu gut. Da Kerrigan will da noch faken und wo sind raus. Oh, hinten, da müssen sie nochmal die Pose checken. Er war wieder oben im Haus drin. Oh, Apox macht den Trouble, die kommt ganz spät. Wo ist denn die fucking Bombe? Da oben noch drin. Trouble auch nur mit einer HE. Das wird super schwer zu legen. Die Smoke muss er eigentlich noch nutzen. Um von zu legen. Es wird trotzdem noch enorm schwer. Einer kommt über Haus sogar. Jubbly musste eigentlich auf Frag gehen, kurz. Er zielt zumindest. Wenn er den Frag macht, sieht es vielleicht gar nicht so schlecht aus. Jetzt tritt dich um! Junge! Oh, oh bitte. Kam sogar noch mal eine Flash. Und Aprox fällt auch im Jail. Ach, Mann. Wenigstens gelegt. 2-1, 2-9 oder so müssen sie kriegen. Nee. Doch noch 2-2. Klar, die hat die vorherige Runde gewonnen. Also wieder nur 1400 plus 800 macht 2-2. Also sag mal so, 3 Runden ohne Pistol. Damit, also da hat man schon in 1-6 Spiele noch gewinnen sehen. So, Aprox schnappt sich da wieder die Kante da. Hat noch nicht gesmoked. Maus will hier anscheinend mal warten. Hä, was macht Schnapper da? Oh, an einer. Oh, Z pusht aus. Oh Mann, so mit 3 am A. Barbar wäre auch relativ schnell da. Von Weber auch Action drin. So, jetzt ist die Frage, ob sie das checken. Sie checken es. Weber kriegt keinen Frag. Ganz stark. So, Barbar kann aber Haus oben zielen. Trouble ist das meistens. Der noch auf die Ansage wartet. So, die Smoke liegt. Sehr schön gewartet von Trouble. Neil müssen sie jetzt aus dem Spiel nehmen. Trouble, wenn der unten flächen würde, wäre es perfekt. Leider liegt jetzt eine Smoke. Hätte er vielleicht aber auch eher machen müssen. Oh,
Ich find's immer gut, die Smoke da einfach runter, die Flash an über die Leiter. Denn nach 2 gegen 2 Situationen. Oh, die Flash verworfen. Trouble. Nein! Wenn er da rumzieht, er sieht ihn doch. Oh, nicht bratzen! Oh, mit 16 HP. Gegen Baba, 78. Baba, die Arve kriegt Hits. Oh, das ist eine schöne Arve von Baba. Oh Mann. Wenn Trouble da oben einfach eine Flash wirft und das Holz, dann ist er blind und sie machen ihn leichter. Ach, dennoch, gute Ansätze eigentlich bei Maus. Ich meine, wir haben den Fake gesehen, wir haben... Sie haben schon relativ gut variiert. Mal über Mitte, dann diese A-Goes. Gut, die hat man relativ oft gespielt. Man hat mal Fake am A probiert, dann B-Go. Mal einen kompletten B-Contact. Also man hat hier schon Sachen probiert. Es ist, war auf jeden Fall nichts Statisches, aka Faculty 15 Runden lang B zu gehen. Das war ein bisschen zu übertreiben. So, mit Pistol ist ja auf jeden Fall noch einiges drin. Schauen wir mal. Restarting. Verschwinde bitte. Oh, auch Toxic direkt zum A. Allerdings ist Z. B wahrscheinlich am Faken, ja. So, wer lässt sich faken? Mitte schon ausgeschlossen. Nex macht das aber gut. Er sagt... Oh nein, sie fand hat sich auf den Fake rein. So, jetzt aber schon den Nicht-Fake angesagt. Er hat den Fake angesagt, quasi. Oh, schön. Trouble und Sonic stehen da. Macht einen guten Job am A. Oh, schön. Sie halten das zum Glück auf, nur noch Set. Und den seine Pose auch bekannt. Sehr schön. Gut gestanden, auch wenn Maus da kurzzeitig drauf eingefallen ist. Ja, liegt vielleicht auch an der Erfahrung von Next, die ihm einfach fehlt. Er ist, glaube ich, der Jüngste im Team und zweifelsohne der Unerfahrenste. Alle anderen Spieler waren schon auf internationalen Events. Gut, Next jetzt auch eins, SWC. Der einzige Ex-Sourcler noch im Team. Trubel und Sonics dürfen da gleich wieder nashen. Baba flecht da von hinten. So, wird da einer blind? Sonics könnte ein bisschen blind werden. Ja, ein bisschen Blur-Effekt. Oh, Trouble. Mächtig gewaltige Hits, aber Apox auch schon zur Stelle. Schön. Trouble überlebt das auch, das Ganze mit 6 HP. So wollen wir das sehen. War auch super wichtig, dass sie nicht zum Bombenplant kommen konnten in der Pistol. Somit einfach Maus noch eine Runde mehr, die relativ safe ist. Ich weiß, man weiß ja nie in Go. So, diesmal wird eher Next zu tun bekommen. In der Mitte hochgegangen. Den ersten machen und jetzt Next. Hä? Also ich sehe den da. Toll. Oh, wahrscheinlich ein kleiner Bug oder so. Also ich habe ihn da locker gesehen da drüben. Next jetzt gegen 3. War zum, oder Kerrigan war zum Glück an kurz da. So. Spielstand 12 zu 6. Baba wieder mit Arve. Eine Decoy. Maus, keine Incendiary. Alle mit Standardgranaten. So, gefällt mir Sonics, Trouble, MA. Zwei sehr aimstarke Spieler. Kerrigan, Aprox mit einem Mitte-Move. Da gibt's die Flash für Kerrigan. Ach, schade, Baba hat das abgeziert. Und Aprox kommt zum Glück nochmal weg. Sehr schön gespielt. Direkt das Risiko minimiert.
Trouble macht's auch schön, hat die Action dicht. Sonics, auch haben, Kerrigan könnte somit sehr schnell verschieben. So, Bavar und seine Mates noch Mitte versammelt. Gehen jetzt schnell über kurz. Und das sind aber 2 MB mit Nex und Aprox. So, wenn Aprox noch ins Eck kommt. Ach, nein. Schade, und jetzt kommt's auf Nex an. Aber er zeigt sich direkt. Vielleicht auch nicht so klug. Ach, da muss er sich, darf er sich ganz spät zeigen erst und. Ja, vielleicht auch. Ja, entweder er zeigt sich super spät oder er flecht, versucht mit der Flecht irgendwas zu reißen, aber so hat er für mich das, die am wenigsten gute Entscheidung getroffen. Boah, schöne Frags und Trouble, ey. 2 F im Toxic-Spieler sogar richtig low. Ja, da wurde aber safe auf Spot geplantet. Und Trouble müsste es eigentlich safen. Ah, weil sie hätten Geld, deswegen versucht das hier wahrscheinlich auch nochmal. Ich meine, wenn ihr hier viele Waffen holt. Sowas kann wichtig werden. So, einen macht er. Und er hat sogar einen Kit. Ohne hätte er es, glaube ich, sowieso nicht versucht. Und beide oben im Haus. Die Bombe liegt gar nicht mal so schlecht. Oh, und jetzt mit Venanzi oben im Haus rechnen. Ich rechne in der Küche. Null! Er holt ihn noch. Ach, stirbt dann aber. Aber er hat noch alle gemacht. So, da sieht man's. 4000. 4K ungefähr haben die. Also so viel Geld haben sie jetzt eigentlich gar nicht. Sollten sie die Runde jetzt verlieren. Also Toxic. Müssten sie wieder in die Eco gehen. Vorausgesetzt, sie legen die Bombe nicht. Aber selbst mit Bombplant sieht's schlecht aus. Somit war das super gemacht von Trouble. Boah, jetzt gibt's hier wieder ekelhaften Skateboard-Bug. So, Aprox mit seiner ersten CT-AWP. Boah, krass, wie defensiv Toxic abhämt. Sie rechnen da halt immer mit so einem Offensiv-Move. Hat vorhin in der vergangenen Runde super geklappt. So, Maus hat natürlich jetzt keine Infos. Sieht man den nicht am Haus? Sieht man ihn doch. Finde ich sehr riskant von Aprox, aber da stimmt wahrscheinlich die Kommunikation nicht richtig. Oder Aprox denkt, dass er dort nicht gesehen wird vom Haus. Ich meine, da wird jetzt lange nichts kommen oder überhaupt nichts. Von daher nochmal Glück gehabt. Okay, wir können ja schon die Hits bekommen. Nein, ich noob. Sorry, dass ich da nicht drauf war. So, wird wieder ein B-Split. So, Nex. Spottet was. Kurz ist schon durch. Nex macht's gut. Geht zum Jail. Oh, jetzt sind sie raus. Kann den ersten machen. Schön. Mit die Steps. Und er will direkt legen. Zwei stehen hintereinander. Schönes Timing für Nex. Oder schönes Glück für Nex. Boah. Schöne Runde von Maus. Gut gehandelt von Nex. Auch wenn da ein bisschen Glück dabei war. Wichtiger First Trick mit Aprox hat sich die Pose doch ausgezahlt. Mich hätte es nur interessiert, ob der T hier Mitte Runde rumgekommen ist oder kurz. Aprox hat er jetzt ziemlich schlitzig gezielt. So ungefähr. So, da ist die angesprochene Eco. Deswegen, jetzt zahlt sich aus, dass Trouble da vorhin so eine schöne Exit Flex danach mitgenommen hat. Aprox gegen 4. Kerrigan jetzt gegen Kurz. Da ist er einmal rein. Oh! Mann, also Kerrigan. Auf den Go auf den DM gehen bitte. Beide B-Spieler tot. Beide aber mit richtig viel. Mit richtig viel Low HP, wollte ich gerade sagen. So, zum Glück wurde da so viel Damage gemacht. Nur noch Weber. Nein, nimm die Pistol. Boah, super. Nochmal alles gut gegangen. Aber Kerrigan gefällt mir noch nicht so. Sieht hier nicht so gut aus als CT. Wenn er als T nicht so glänzt, kann ich es noch verstehen, dadurch, dass er ansagt, das Team irgendwie das Rudel Wölfe ein bisschen kontrollieren will. Dann kann ich es noch nachvollziehen. Aber als CT
sollte er eigentlich wie gewohnt stark aufspielen. Und das sehen wir hier leider bisher noch nicht. Sieht auch gegen Ekos nicht gut aus. Da gibt es auf jeden Fall noch viel Potenzial bei ihm. Ich hoffe, dass er das nutzt und durch ordentlich Suchten auch zeigen kann irgendwann in naher Zukunft. So, übrigens würde mich mal kurz eure Meinung interessieren zum grünen Crosshair. Vielleicht ist es auch niemandem aufgefallen, aber normalerweise hätte ich ja Türkis. Dieses Hellblau da. Jetzt einfach mal spaßenshalber das Grüne. Was mir aber auffällt, Crosshair Gap ist so ein bisschen offener. Ist eigentlich besser zum Zuschauen. Jo, ich glaube auch in. Ich wollte dadurch keine Cross-Hit-Diskussion anstoßen. So, Connector Go. Trouble. Prox. Kein mehr. Sonics hinten am CDB ist abgesmoked. Kerrigan. Kerrigan. L. Finn! Wie lange er da braucht. Oh, schön geschossen von der Nex. Oh, er braucht trotzdem richtig lange. Hinten noch einer am Spot. Eine L. Wobei die ziehen da gerade hin, ist auch nicht so gut. Ja. Oh, wie schlecht das Kennen war. Oh, da hat Nix noch keine Chance. 14. Runde für Toxic. Spielstand 14-8 für die Briten. Sie haben selbstverständlich gekauft, was ging. Sieht doch equip-technisch gar nicht so schlecht aus. Meint sich Johannes Nex mit P250. Oh, da deckt aber nur einer ganz hinten ab. Aprox. Ne, keiner Keller. Boah, das ist echt ein krasser Spielstil von Toxic. Wie lange sie da immer mit da oben warten, mit einem Push rechnen. Dann umziehen. Prefire zum Döner, überall. Chubbly reagiert da wieder gut drauf, macht ein bisschen raumdicht. So, Bombe schiebt diesmal übers Haus sogar. Ah, sie gehen jetzt Richtung A, sammelt sich komplett. Chubbly mit Timing. Hör doch auf zu schießen. Hör doch auf zu bratzen, wollte ich sagen, nicht zu schießen. Kerrigan in kurz gestorben. Schöner AE gegen Connector. Ja, die hat gut gesessen. Und Aprox schön gemoved. So, hat den zweiten auch gesehen bzw. gehört. Chubbly leider gestorben, aber Zonix noch zur Stelle. Zonix wird von links attackiert. Jetzt kann. Ah, schön. Wollte gerade sagen, da kann Aprox wieder rumziehen. Nur noch Set oben. Wird von Nex geholt. Schöne Runde. Gut gemacht von Aprox. Schön die Smokes da ausgenutzt. Auch gut gespielt von Chubbly. Hatte da richtig gutes Timing an der Action. Auch wenn er mir mit seinem Gebratzen eigentlich gefallen hat. Wenn er noch einen kleinen Step nach vorne macht, dann gibt ihm einfach Gesicht. Aber der Frag war einfach wichtiger. So, wenn Carrick jetzt noch ein bisschen was umschießen würde, dann wäre hier fast sogar noch ein Sieg drin, würde ich meinen. Immerhin Toxic nochmal mit Eco. Carrick wieder Probleme da. Den kriegt er jetzt. Das ist der letzte am B drauf. Oh. Er hat keine Bombe. Sollten vielleicht selbst auch keine Waffe mehr verlieren. Maus immerhin schon mal zweistellig. Wer hätte das nach der ersten Halbzeit dann eigentlich noch gedacht? Nachdem sie irgendwie 9-0 hinten lagen.
hat man schon mit einem enorm hohen Ergebnis, Endergebnis gerechnet. Und jetzt Spielstand 14-10 ist doch schon gar nicht mehr so verkehrt. Auch wenn Toxic hier natürlich kein Überteam ist. Trotzdem zählen sie mit zu den besten in Europa. Oh, Toxic wieder über Mitte. Diesmal haben sie nicht lange gewartet, sind relativ früh rumgezogen. Fox gibt da schon die erste AE. Kerrigan diesmal mit am A. Boah, Nex B Probleme. Kurz sind sie durch. Komische Entscheidung da, kurz diesmal aufzulassen. Oh, schöner Headshot. Was eine Runde von Nex. Was für krasse Shots. Richtig gutes Aiming, der Junge. Sehr schön, Mann. Hat die vielleicht sogar Chancen aufs Ace? Hier noch ein Mini-Döner und Baba. Boah, schöner Schuss von Baba. Ach, Ace macht er nicht mehr, aber vielleicht 4K. Nex. Nex holt sich tatsächlich noch. Schöne Runde von Nex. Unglaublich stark. Und so eine Einzelaktion brauchst du einfach in so einem Spiel. Auch wenn es schon extrem bitter war, dass Maus einmal kurz offen lässt, Toxic dann das direkt ausnutzt, offenbar. So, Contact. Double. Die zwei ersten. Noch nichts richtig Gold. Oh, Trubly. Hat er das Ace? Ah, Ace für Trubly. Auch wenn es ein Eco-Ace ist, das gibt doch Motivation. 14-12. Maus kommt ran. Und sie haben Toxic an der Angel, an der Zange, am Haken oder wie auch immer man es bezeichnen will. Toxic. Solange sie keine Runden gewinnen, müssen sie immer wieder sparen. Vor allen Dingen Maus veraltet auch gut den Bombplant immer. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Wenn sie jetzt nicht den First Track fangen. Tja, das muss Kerrigan auch lernen. Hier kann man nicht ungesehen durch von der Action. Noch Aprox gestorben in der Mitte. Oder im, nee, ich glaube, er war Keller reingepusht. So, Nex will da kein weiteres Risiko eingehen. Bombe ist vor Action. Trouble hat dagegen geflasht. Hat er kurz gecheckt. So, jetzt sollte Nex vielleicht pushen. Das fände ich nicht schlecht. Oh, schade, dass ihm Mate keine Ansage gibt. Er könnte so krass durch. Er könnte Keller runter. Könnte dann Mitte und wäre sehr schnell am A. So braucht er einfach super lang. Und warum Sonics jetzt mit B schiebt, verstehe ich nicht. Sie haben Angst vor kurz. Gut, sie wissen halt nichts. Sie haben null Kontrolle. Troubly auch schon hier. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Alle Toxic-Spieler am A. So, jetzt wissen sie es und jetzt wird es ganz schwer. Jetzt haben sie es gecheckt. Es kommt wahrscheinlich gleich. Ja, Smoke liegt schon. Noch weniger Chance für Trouble, da irgendwas zu machen. Oh, schöner Schaden allerdings. Ah, trotzdem. Toxic steht da viel zu gut. Maus sollte hier wirklich safen. Wobei, sie haben genügend Geld. Ah, sie sollten jetzt. Also die Runde werden sie nicht mehr holen können. Sonst nichts nochmal von hinten. Also, aber Exit-Tracks sind enorm wichtig. Denn so viel Geld kriegt Toxic jetzt nicht. Obwohl. Ach, ich bin mir gerade nicht sicher, hab vergessen, wie viele Runden sie in Folge gewonnen haben oder verloren. Oh, Sonics vielleicht auch noch einen an der Base. Ah, Aiming! Junge! Gib mir doch Gesicht! Schade, Toxic schon mal mit dem Draw. So, wie viel Geld haben sie tatsächlich? Ja, siehst du, das ist nämlich gar nicht so viel. Ach, reicht trotzdem noch für Aave. So, Maus konnte sich überlegen. Kerrigan mit Aave oder was? Ja. Trifft aber auf keinen. Probably da schon gut weggeflasht. Oh, Nachbox Mitte oben. Sehr schöner Move. Komplett frei. Und Keller allerdings. Da müsste Kerrigan zielen. Macht er auch.
einfach zu weit ein Strafe. Hätte vielleicht auch eher in Zoom gehen sollen. Also der Junge gefällt mir halt gar nicht. Für mich immer noch King Bob und nicht King Clever. Er scheint seine Rolle da noch nicht gewachsen zu sein. So, wo ist Sonics Unterstützung? Flechter für Aprox, für Trouble. Sehr schöne Flash von Sonics. Also Teamplay am, da, am A da auf jeden Fall schon mal vorhanden. Sonics Alter ist weggeflasht. Aprox von hinten. Das wissen sie nicht. Das wissen sie nicht. Und das könnte, das wird rundenentscheidend jetzt. Wie viel kann Aprox da machen? Und Baba hat nach hinten abgezielt. Mann, wie bitter. Oder wie gut eigentlich. Und wer war über City Base? Und wenn sie jetzt noch länger warten, dann stirbt Sonics. Und danach sieht's auch aus. Oh. Oh. Oh, sie haben beide Kids. Schön in das City Base. Oh, sie wissen es nicht. Oh, Nix hat eine gute Pose jetzt eigentlich, um City Base zu töten. Refact von Nix. Bratz doch nicht, du. Sosler. Oh, wenn er ihn da mal anaimt und wegschießt, dann hat sie ihn und er kann defusen. Und Maus hat vielleicht noch eine Chance auf Straw. Ach man, wie bitter. Maus verliert 12 zu 16. Trotzdem ein ganz okayes Match für den Anfang. Kerrigan hat mir heute überhaupt nicht gefallen, sehen glaube ich die meisten so. Der Rest war okay. Nex hatte eine sehr schöne Einzelaktion am B, jetzt am Ende wieder mal ein bisschen aufgeregt, geaimt, ich weiß es nicht. Schade, schade, schade. Ich freue mich aber trotzdem auf die künftigen Maus-Games. Morgen geht's, glaube ich.